So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TechTau. Die letzten 2 Tage kam ja leider keine Folge. Müsst ihr leider einfach mal verzeihen. Ich hatte keine Zeit, was aufzunehmen und Fips auch nicht und ich bin auch wieder allein. Nochmal. Ich denke mal, heute ist der 5.8., also das heißt, heute kommen auch die Folgen raus. Das heißt, sie sind brandaktuell und morgen eventuell kommen dann wieder Folgen mit dem lieben Herrn Fipster. Ja, auf meinem Kanal hier auf Dings da. Wisst ihr Bescheid, ne? Wisst ihr, wo ihr seid? Baus. Chabos. Ich habe rausgefunden, die Farm arbeitet nicht so effektiv, wie ich es gern hätte. Die 2 Solarpanels reichen auf jeden Fall nicht. Und ich hätte vielleicht auch gerne noch eine vierte Bedbox dazwischen oder so. Da müssen wir mal gucken. Zudem müssen wir das Ganze hier auch noch in ein Haus einbauen. Das wäre hier auch noch wichtig. Was aber schon mal funktioniert, auch wenn sie nicht ganz so effektiv arbeitet, wie sie sollte. Wir gucken mal in den Keller. So. Und die Curry ist auch durchgelaufen. Ihr seht hier 2K Iron. Wir sind wieder gut ausgestattet. Und wir gucken nochmal nach. Oh ne, natürlich. So. Wir haben 6000 Porkchops. WTF. Also auf jeden Fall sehr geil. Da können wir gleich mal 64 Stück mitnehmen. Zack, hier. Erstmal alles rein. Was wir auch noch machen müssen ist, Silber wird nicht verarbeitet in unserer Anlage. Das heißt hier, wir müssen mal Silver Ore nehmen. 2 Stück. Silver. So, die Ranch haben wir dabei. Und dann machen wir doch die doch schnell mal hier mit rein. Warte mal, das ist der Rotary Macerator. Das heißt, hier muss Silver das rein. Kommt schon, kommt schon. Und hier muss Silver das rein. Warte mal. Tin, das Tin, Silver, okay. Wird's rausgepumpt und da wird's direkt zu Silver gemacht. Schätze ich doch mal. Ja, genau, gut. Gut, dann funktioniert das. Dann haben wir das auch schon mal. Zack, zack, zack. Weg damit. Das kommt jetzt. Ich habe noch so viel vor. Ich will als nächstes, weil ich so viel vorhabe und mir das alles nicht so ganz merken kann, will ich zunächst mal irgendwo hier ein schwarzes Brett bauen. Da hinten am besten an die Wand. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Was auch noch fertig geworden sein sollte, ja, ist einmal die Quarry hier. Das ist klar. Und die Mining Turtle, das hat auch funktioniert, die ist auch fertig geworden. Hui. Wow. Hilfe. So. So. Runter. Ah. Okay. Der Server hat auch nochmal ein bisschen ein Upgrade bekommen. Jetzt hat er 6 GB RAM. Ja, sollte dann irgendwie auch auffallen. Ist ziemlich viel. Basalt Cobblestone haben wir auch genug, will ich mal sagen. So, ich wollte mal hier beim Rind gucken, damit ich das vielleicht da hinten abpumpen kann. Moment. Wie komme ich da dran? Oder hatte ich das hier schon? Hier hatte ich das schon, ne? Ja, 128, okay. Dann machen wir das doch hier mal wieder zu. Und gucken mal. Ich weiß gar nicht, wo wird das jetzt. Ich könnte einfach hier die. Nee, warte mal, kann ich die? Nee, oder doch? Frequency 20. Ja, die können wir benutzen. Die können wir nehmen. Und dann nehmen wir mal schnell das Extractor-Modul hier vom Rind raus. Dann nehmen wir das mal ganz kurz mit. Ich bin nur mal eben. Ja, das ist alles. Moment. Machen wir mal hier das. Nehmen wir das mal nur kurz mit. Ich will nur mal eben die Items von da hinten aus der Kiste. So, da muss ich die nämlich nicht alle einzeln umlagern. Logistik-Chassis, Phase Transport Pipe und das. Logistik-Chassis. Phase Transport Pipe auf 128. Oh, nee, das war zu viel. So, 128. Send only, das. So, dann machen wir die Kiste leer. Und dann haben wir das alles im Lagersystem. Sehr schön. Die Kiste können wir mitnehmen. Die Mining Turtle. Habe ich die Mining Turtle jetzt? Ich glaube nicht. Doch, habe ich. Okay. Gott sei Dank, das Wichtigste habe ich. Gut, dann gehen wir mal weiter.
Ja, das mit der Mining-Torte hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Hätte ich nicht so gedacht, aber okay. Soll mir recht sein. Was ich jetzt aber noch mache auf dem Vulkan, ich stelle da jetzt, glaube ich, meine Quarry drauf. So. Warte mal hier, das kann weg, das kann weg. Schön, dass man das auch so von allen Seiten bedienen kann, das System. Das gefällt mir auch. Ich das jetzt mit der Quarry mache. Warte mal, ich könnte ja eigentlich... Eigentlich habe ich doch alles, was ich brauche. Nehmen wir die doch einfach mal so mit. Haben wir die hier noch Erde? Ja, eine Erde. Die kommt dahin. Bin so ein bisschen... ja, keine Ahnung. Nicht heiß, aber... Dann hältst du irgendwie so wieder. Kratzt. Er kratzt. So, jetzt gehen wir mal... Wo gehen wir denn hin? Was rasieren wir denn hier mal weg? Ich glaube, hier rasieren wir mal was weg. Wo ist die Quarry? Hier ist die Quarry. So, auf der Höhe... Auf der Höhe. Nee, warte mal, das war falsch. Also, könnte man im Prinzip auch so machen, aber ist trotzdem falsch. So. Nehmen wir die so. Face Conductive Pipe. Zack, zack. Und zack und zack. Hier ist Frequenz 20. Hier ist Frequenz 30, glaube ich. Send and Receive. Schauen wir mal. Ob das die Frequenz 30 ist. Also bei 20 bin ich mir sicher, aber bei 30 nicht. 50. Obwohl, wir können ja hier einfach auf 30 gehen. So, Number of Outputs 1. Und dann brauchen wir noch eine Conductive Pipe. Conductive Pipe. Na. Zack. Und dann gehen wir hier hin und schließen die wieder an. Hier habe ich übrigens jetzt was rausgefunden. Wir müssen hier einfach nur, um die Quarry schneller laufen zu lassen, eine Wooden Transport Pipe, zwei Wooden Transport Pipes und daraus Wooden Conductive Pipes machen und die einfach an die Seiten noch anschließen, sodass da mehr Strom rausgehen kann. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das auch mit MV funktioniert, so das System. Aber theoretisch schon. Ich brauche gerade mal Goldpipes. Gold. Machen wir gleich mal Gold Conductive Pipes dran. Zack. Oh, wo ist hier der Redstone? Hier ist der Redstone. 25 Stück. Das sollte reichen. Hier gehen wir dran. Staut sich das jetzt? Ich weiß es nicht. Okay, das funktioniert. Heißt, wir gehen hier hoch, hier so. Ist jetzt gar nicht. Funktioniert das? Funktioniert das? Hier staut sich es irgendwie. Aber warum, weiß ich nicht so. Ja, so funktioniert's. Anscheinend. Gut, dann gehen wir mal da hoch. So. Und gucken wir mal, was die... Oh ja. Es scheint zu funktionieren. Die ist schneller. Auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Hätte vielleicht größer machen können mit Landmarks. Aber gut. Rasieren wir das hier erstmal so weg. Sehr schön. Komisch, dass das so schnell geht. What the fuck? Zack, 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 zack. Okay. Wir wollten ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das eigentlich. Ja, Basalt Cobblestone braucht sowieso keiner. Also machen wir das so, dass wir hier sagen, wir machen. Haben wir hier ein Induction Furnace? Ja, haben wir. Machen wir. Zack. Und machen wir so. Dann wird nämlich der Basalt Cobblestone gleich mit. Gebrannt. Allerdings könnte es sich dann noch stauen hier im System. Es wird sich sogar stauen. Naja gut, dann staut sich es halt ein bisschen. Ich hoffe, es leckt nicht zu sehr. Aber ich denke, das verkraftet das System schon.
So. Wie sieht's denn mit dem Geothermalturm aus? Hält er noch, was er verspricht? Hält er noch? Nein, hält er nicht. Er ist leer. Okay. Jetzt müssen wir schnell was tun. Ansonsten spackt das System nachher rum. Dann haben wir ein richtiges Problem. Habe ich denn alles bei, was ich so bräuchte? Ich mache hier mal gerade so. Einfach mal ein bisschen überlasten. Leckt das, oder? Eigentlich nicht, ne. Wir müssen in den Nether auf jeden Fall. Haben wir alles dabei? Also eigentlich schon. Rüstung haben wir auch an. Jetzt muss ich natürlich nur gucken. Oh. Wo ich... Das weiß ich jetzt gar nicht, wo ich das Teil hingestellt habe. Ah, hier, genau. Warte mal, Ghasts. Soll ich erstmal Ghasts umbringen? Ich weiß nur nicht, wo sie sind. Wo seid ihr? Naja, ihr werdet schon früh genug kommen. So, komm mal mit, Pumpe. Ich muss dich umstellen. Gott sei Dank. Ein paar Dinger hier. Pipes haben wir noch dabei. Fuck it. Wo kommt der Ghast her? Ach da. Tot. Oh, dafür ist die Raygun jetzt richtig geil. Da machst du dich nicht mehr zum Affen hier, indem du im ganzen Nether rumfliegst. Na? Abbauen. 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 Schade, dass der Geothermalturm jetzt nicht mehr läuft. Aber gut. Er läuft ja gleich wieder. Aber ich freue mich, dass es mit der Farm so gut geklappt hat. Und da sieht man jetzt wieder, wenn wir jetzt... Nein! Na, scheiße. Naja, gut, muss ich dann nochmal was Neues holen. Muss ich eh. Zack, ich würde jetzt gern die Probe mitnehmen. Ja, super. So, und den World Engine. So, jetzt brauche ich natürlich noch ein bisschen Cobblestone. Oh, sogar der Nether lag nicht mehr, leckt nicht mehr. Also 6 GB RAM haben sich jetzt eindeutig gelohnt. Zack, und hat ja auch ein Performance-Upgrade durchbekommen. 300.000 Cobblestone. Geile Scheiße. Da kann ich auch bald mal für den... Oh, das war vielleicht ein bisschen viel. Da kann ich auch bald mal für den Mass Fabricator hier Dingens machen. Cobblestone zu Scrap verarbeiten im Recycler. Das könnte ich demnächst auch mal machen. Zack. Oh, das würde eigentlich reichen. Was wir noch brauchen ist ein... Wieso haben wir nur 7 Redstone Engines? Oh, naja, hier haben wir noch was. Brauchen wir noch einen Lever. Hier haben wir noch einen Lever. Zack, zack. Das sollte reichen, oder? War's das? Ja, das war's. Dann müssen wir noch mal ein bisschen weitergehen. Waypoint haben wir ja. Gehen wir hier noch mal ein bisschen weiter. Rüstung ist ja voll aufgeladen, lädt sich auch weiter auf. Okay, können wir das hier machen? Ja, sieht eigentlich gut aus hier. Müssen wir nur, mal ganz kurz Cobblestone ausrüsten. Hier so. So. Ah, nein. Naja, ist egal. Hier rein, so. Hier mal alles ein bisschen abbauen, damit wir mal ein bisschen Platz haben. So. Und dann... Ach, warte. So. Geht ja nicht im Sneaken. Ja, hier ist eigentlich auch ganz gut geschützt. Also hier sollten die Ghasts eigentlich auch nicht hinfinden, weil sie ja zu blöd sind. Und hier noch was. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Oh. Passt das so mit der Breite? Ja, eigentlich schon. What the fuck? Wo ist der Ghast? Ach du Scheiße. Fresse. Wow. Ah, jetzt liegt der Nitter da. Okay, jetzt ist er tot. Und der Nether liegt wirklich... Alter. Ich hasse es, wenn der Nether so laggt. Dann laggt der Nether und das ist scheiße. Genau, voll die tolle Begründung. Wenn der Nether laggt, dann laggt der Nether. Yeah. So, wie viele Minuten haben wir denn? 14:33. Ich würde sagen, ich mache eine Aufnahmepause und in der nächsten Folge bauen wir den Geothermalturm wieder auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen.